So, nächste Runde hier bei Let's Play Friday the 13th. André ist jetzt raus, dafür ist Sascha drin. Wäre natürlich cool, wenn Sascha jetzt gleich schon Jason wäre. Nee, lieber nicht. Ich muss mich erstmal eingrooven hier. Okay, dann möchte ich Jason sein. Jason. Jason Pascal. Jason Voorhees. Der alte Holländer. Okay. Match starting in 10. Mal schauen. Okay, das könnte ich sein. Das ist mein Jason zumindest, den ich ausgewählt habe. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob den noch jemand hat. Boah, der sieht ja charmant aus. Ja, ich bin's. Ich mache euch leise. Okay. Okay. Tschüss, Tobi. Ciao. So, alles klar. Los geht's. Ich finde den Jason ganz cool. Der hat nur leider den Nachteil, dass der nur 3 Bären fallen hat. Also, ich glaube 3, ja. Also muss ich genau darauf achten, wo ich die hinlege. Ich kann mir keine großen Fehler erlauben. Da fangen wir an, bei der Telefonbox. Damit es ihnen erschwert wird, die Cops zu rufen. Besonders viele Wurfmesser hat er leider auch nicht. Ah. So. Tür machen wir kaputt für den Fall, dass... Da habe ich doch schon mal einen Reden sehen. Okay, dann muss sie da hinten sein. Ganz schön Umweg gemacht. Okay. So. Also, hier eine schöne Bärenfalle hin. Dann gehe ich mal zu dem nächsten Sicherungskasten. Da habe ich nämlich schon einen gesehen. Ja, da ist er. Ja, den Typen, den ich hier jetzt gerade gesehen habe, den lassen wir erstmal in Ruhe. Ich möchte nämlich ganz gern die Sicherungskästen alle ausschalten oder möglichst viele und dann das Auto und das Boot mit Fallen ausrüsten oder versehen. Zack, hier ist die Falle. So, wo gehen wir jetzt hin? Jetzt warten wir, bis mein Morph wieder aufgeladen ist. Ja, nochmal in die Richtung. Dann springe ich ganz schnell zum Boot. In der Zeit kann ich mir das Messer noch schnappen hier. Morph füllt sich. Zack. So, Morph ist soweit. Na, komm schon. Ja. Zum Boot. Aber jetzt bin ich im Wasser. Da ist das Boot. Mist, wir haben einen Steg. Das ist Kacke. Ich kann nämlich keine Fallen auf dem Steg legen. Also muss ich hier eine hinlegen. Und das war es leider auch schon mit meinen Fallen. Da habe ich noch ein Messer gesehen. Okay, da hinten sehe ich schon die Ringe. Dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir laufen erstmal in die Richtung, bis mein Morphing wieder aktiv ist. Und dann springe ich dahin. Ja, da wahrscheinlich. Beim Haus sind sie. Da war doch schon einer! So, der erste stirbt. Oh, jetzt habe ich hier wieder einen Fehler leider. Mist, und jetzt ist er frei. Das ist ein Bug. Los, lass mich ihn greifen. Das hätte er nicht machen sollen. Nicht während die Animation noch... Alter, was macht ihr denn da? Okay, haben sie nicht schlecht gemacht. Das heißt, ich muss da hinterher shiften. Mist. Tür auf. Hier läuft ein Radio.
Oh, jetzt ärgern sie mich hier. Verfickt nochmal. Okay. Oh, ich bin hier über eine Stunde gestunt gefühlt. Radio kaputt. Wo sind sie? Hinterher shiften. So, jetzt ist aber der erste tot. Okay, Auto und Boot bewegen sich noch nicht. So, der nächste. Ich hoffe, der hat kein Messer. Nein, hat er nicht. Stirbt auch. Arme ab und Kopf ab. Zack. Mist, da komme ich jetzt noch nicht hinterher. Jetzt habe ich ein Messer verschwendet. Shiften, shiften, shiften. Lohnt sich das noch oder springt er da rein? Jawohl. Nächster stirbt. Los jetzt, zack. Okay. Da hinten ist jemand. Also hin da. Hier machen wir Licht aus. So, mein Morph will ich jetzt nicht verschwenden. Hat sich hier schon was getan? Nein. Ich habe auch noch keine Falle losgehen hören. Fenster kaputt. Okay, es ist ein kleines Haus, das gefällt mir gut. Ein kaputtes Fenster haben wir. Zweites kaputtes Fenster. Das andere ist, da kann man nicht raus. Sehr gut, also mache ich jetzt hier die Tür kaputt. Da ist jemand in meine Falle gelatscht. Okay. Jetzt muss ich überlegen, wo das gewesen sein könnte. Ich gehe mal zur Telefonbox. Ja, da hinten ist jemand. Okay, ich mach mal... Scheiße. Jetzt habe ich Stalk verschwendet. Okay, der ist verletzt. Das könnte Christian sein. Okay, jemand hat die Korps gerufen. Verflucht. Das hat er selber schon kaputt gemacht. Das mache ich kaputt. Das hier auch. So, Christian, komm her. Du bist verletzt. Gib auf. Da haben wir... Also der Typ, der gerade versucht hat, auf mich zu schießen, dürfte Carsten gewesen sein. Er hat ein Messer, das habe ich mir gedacht. Deswegen wollte ich mit der Axt zuschlagen. So, ich wehe, du hast noch ein zweites Messer. Hat er nicht? Ich glaube, das ist Christian.
to die, Jason. So, wo ist Carsten hin? Make them suffer. Ich guck mal hier. Da ist jemand. Okay, er ist rausgegangen. Ja, da ist er. Okay, ich muss im Kopf behalten, dass die Cops unterwegs sind. Tür kaputt. Da ist er. Oh, das ist Tommy. Mist. Okay, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Der ärgert mich nur. Der ist verdammt schnell. Gucken wir uns mal anderweitig um hier. Da hinten ist jemand. So, das ist entweder Carsten oder Sascha, da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. So, mein Morphing will ich am liebsten noch ein bisschen aufbewahren für die Cops gleich. Ich kann mich ja schon mal in die Nähe der Hauptstraße begeben hier. Auto und Boot sind noch an ihrem Platz. Da hinten ist jemand. Wo ist er? Ich bin noch im Stalk-Modus, also kann derjenige mich nicht an der Musik erkennen. Da hinten. Ah, jetzt bin ich im Rage, okay. Nee, 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 nee. Da versucht jemand zu den Cops zu kommen, okay. Shiften, 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 komm schon. Mist. Da ist er. Na komm schon. Lange gedauert, bis ich das den Kill aktivieren konnte. They deserve to die, Jason. So, wo seid ihr, ihr Schweine? Suffer. Oh, das ist scheiße, die Cops sind ja auf der anderen Seite. Nein, jetzt bin ich gestunt. Fuck. Das war blöd. Ich hoffe, das ist nicht zu nah bei den Cops. Mist. Ja, die versuchen mich zu ärgern hier. Und ein bisschen verhöhnen müsst ihr mich auch noch.
nochmal niedergeschossen. Mist. Der hat bestimmt ein Messer. Ja, natürlich hat er ein Messer. Ja. Okay, wie viele? 6 von 8. Okay, dann sind das die beiden einzigen, die ich gekillt habe. Die ich nicht gekillt habe. Gut, kann ich mit leben. So, einer fehlt noch. So, ja, die beiden Ärsche haben mich ein bisschen genervt da zum Schluss. Ja, vielleicht hättest du dir die zuerst vorknöpfen sollen, weil wir haben ja die Arbeit gehabt. Ah, das wusste ich nicht. Aber euch habe ich alle gekillt, ja, ne? Ja. Ja, die waren ganz am Anfang zu fünf, glaube ich, in einem Haus und haben mich ganz schön auf Trab gehalten. Dann habe ich zwei von denen gekillt und bin dann zu euch irgendwie gekommen. Aber dass das mit dem Kopf so schnell ging, habe ich nicht gedacht, ey. Alter Schwede. Ich habe auch gedacht, wieso du dich so lange mit mir aufhältst, was heißt so lange, oder überhaupt mit mir aufhältst, wenn parallel ja schon die Cops unterwegs sind. Naja, die waren unterwegs, aber dann da so früh schon zu den Enden zu springen, das wäre Quatsch. Mhm. Wen habe ich denn am falschen Ende der Hauptstraße gefunden? Mich. Mhm. Und mich hast du davor in der Nähe da erwischt. Obwohl ich da geschlichen bin, ich habe gedacht, ach scheiße, da ist er wohl in der Nähe, aber dass du mich da erwischt hast, das... Ah. Ja, ich glaube, ich war da auch schon im Rage-Modus. Ja, okay.